Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Battlecats. Es geht weiter. Wir haben das letzte Mal mit den monatlichen Missionen angefangen. Deswegen werden wir jetzt einfach weitermachen. Empire of Cats Chapter 2 suche ich mir schon mal raus. Bin ich ja, glaube ich, schon, ne? Und dann suche ich den Hasen. Ich muss einen Hasen kennen, den da zum Beispiel. Da nur 5 Gegner sind, hoffe ich einfach mal, dass hier öfters dieser Gegner kommt. Wir wollen natürlich versuchen, diese ganzen Missionen öfters zu machen. Kommt jetzt schon vielleicht einer? Ne. Ja, wir die alle killen. Das ist so lustig, wenn man so strong ist. Ich hoffe, ich bin nicht zu stark. Ah, ist ja wunderbar. Okay, gewonnen. Dann können wir gleich mal durchrushen. Ah, komm, langsam, die ganzen anderen gehen auch hinter, anderen Einheiten hinterher. Easy. So, nächste Mission erledigt. Ups, nicht equip. Sorry. Und wir kriegen dafür halt immer diese ganzen Speed-Up-Dinger. Oh. Aha, wir haben gleich beides zusammen gemacht. Das ist natürlich sehr praktisch. Speed-Up und nochmal 100.000 Erfahrung. Und wenn wir jetzt rausgehen, wieder rein, haben wir wieder eine neue Mission. So, dann haben wir hier Empire of Cats Chapter 3. Und wir brauchen die 6 verfügbar. Dann kriege ich 300.000 Erfahrung, okay. Sehr gut. Das heißt, wir suchen uns mal raus Pigge. Pigge ist red, ist das Schwein. Dann suchen wir uns raus Squirrel. Okay, das ist der Hase, das ist relativ einfach. Und Onehorn. Onehorn war, glaube ich, der Bossgegner gewesen, oder? Ah, nee, ist das Einhorn. Also Squirrel, Onehorn. Squirrel. Ich will es einfach mal aufmachen, damit ich sehe. Ja, Squirrel Red. Ah, Squirrel. Also im Prinzip so ein kleines. Das, was ich gerade. Müsste es die gleiche Mission nicht sein, die ich gerade gemacht habe? Wir haben hier 5 von One. Nee, das Schwein haben wir hier drin. Pigge und Squirrel können wir hier machen. Okay, dann machen wir Alaska. Oder haben wir eine Mission, wo alles drin ist? Wir brauchen 2 rote Gegner. Wir brauchen sogar 3 rote. Ne, wir brauchen 2 rote. Ah, hier ist das Ding nicht drin. Okay, wir machen Alaska. Und dann ein anderes. Und das sind natürlich Erfahrungen, die wir brauchen. Um unsere ganzen aufzuleveln, um unsere ganzen Einheiten aufzuleveln. Das ist natürlich auch mega cool, dass wir das machen können. So, das heißt, wir haben Squirrel gekillt, haben wir die Mission erledigt. Ich gehe einfach gleich hinterher mit den anderen. Ich glaube, das sollte man hinkriegen. Also, das ist, zeitlich wird das schon passen. Und wenn nicht, mach ich es einfach mal. Kriege ich mehr Erfahrung. Ist ja auch okay. Da ist zum Beispiel Piggy. Gekillt. Wunderbar. Okay, das ist natürlich krass. Das hätte ich noch viel früher machen müssen. Es geht halt auch nur einmal im Monat. Also einmal im Monat hast du diese Mission. Das hätte ich vielleicht noch viel früher machen müssen. Schade. Sehr gut. Also, wir haben nicht 2 Missionen erledigt. Weil wir Chapter 3 dafür brauchen, ich Trottel. Ich bin noch in Chapter 2. Hier müssen wir hin, damit es halt ein bisschen schwieriger wird. Klar, logisch, ist ja richtig. Gehen wir auch nach Hawaii. Ne, Alaska was gewinnen. Genau. Ist exakt die gleichen Gegner, aber es ist halt etwas schwieriger. Ist aber auch völlig in Ordnung. So, kostet natürlich alles ein bisschen mehr, ne? 1000 kostet es jetzt, ist in Ordnung. Sind ein bisschen stärker. Oh, die hatten sogar eins noch aus, sehr cool. Ich sage, geht's erstmal zu Kesley. Ist irgendwie wichtig, würde ich behaupten. Dann noch den da. Ein Tank. Drama Cat. Sehr schön. Ja, korrekt. Korrekt, korrekt, korrekt. Na klar, es muss ja auch immer schwieriger werden. Wie auch Meta schon schrieb, irgendwann schafft man diese 10 Millionen Erfahrung, kriegt man halt nicht immer. Ne? Also das, was beim letzten ist, weil du einfach wirklich starke Gegner dafür besiegen musst.
Nice. Ja, das so in den Kommentaren. Eigentlich wollte ich ja Kommentare fahren, aber jetzt fahren wir die monatliche Mission. Das passt schon. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei erledigt. Na, 10.000 Erfahrung, eine Cat-CPU kriegen wir dafür. Jetzt müssen wir noch... Ach doch, nee, alles gut, das Einhorn muss ich halt noch killen. Machen wir Hawaii. Oder wo könnte es noch raus? Ah, hier sind nicht so viele. Die Osterinseln. Ja, das Spiel ist schon echt krass, das ist super, super umfangreich, das Game. Da kann man so viel machen, das ist so lustig. Da haben wir es auch gleich schon. Kann das einmal durchrushen. Ich komme! Ich werde euch alle töten! Ich bin unterwegs! Hm. Ah, die Grafiken sind für mega nice, um einfach ein bisschen vorzurushen und die ganzen einfachen Kleingegner zu killen. Er hat überlebt, das Einhorn. Mein Angriff von ihm. Zähe Gegner. Auf jeden Fall. Da kommt ein bisschen Unterstützung hinterher und BAM! 20.000 Schaden gemacht. Da kommt nochmal so ein hässliches Einhorn. Ich glaube, der macht nur Single Attack Damage, ne? Okay, hätte sein können. Macht er nicht. Er macht tatsächlich auch den Schaden. Und zwar ziemlich schnell. Aber egal, gewonnen. Und jetzt kriegen wir 300.000 Erfahrung. Das heißt, wir können jetzt wieder unsere Einheiten aufrüsten. Und zwar am besten die, die ich auch nutze. Aktiv nutze. Sniper der Kette und 300.000 Erfahrung dazu. Wieder auf 1 Million insgesamt. Schauen wir mal, was wir jetzt killen müssen. Jetzt kriegen wir 500.000 Erfahrung. Lass googeln. Wir brauchen One Horn. Okay, Einhorn, klar, logisch. Ich mach's trotzdem mal auf, damit ich's gemerkt habe. Die Motte müssen wir killen. Fliegen ja Gegner. Und Imperator Seal. Wer ist das? Ach, die Robbe. Alles klar. Die kriegen wir auch noch hin. Das ist auch noch easy peasy. Lass uns aber, bevor wir das machen, Chapter 1 war das gewesen. Erstmal unsere Einheiten aufrüsten. Und zwar alle die, die ich in News habe. Das geht leider nicht, schade. Alle in News. Die ist 20. Ja gut, die ist eh scheiße. Ja, ist schon okay. In News haben wir hier noch welche. Ja, da wir wieder in Dings sind, machen wir das. Sehr schön. Rocker Kit ist ja nur für Dings übrig, nur für Dings da. Nur für die Combo. So, die ist gemaxt. Okay, da haben wir alle. Megidora, die hatte ich auch bekommen gehabt. Wie der andere auch, ist so eine Übersuper gewesen. Sehr schön, GZ. Dazu nochmal. Und dann wollen wir die Rover Cat noch aufleveln. Gut, die kostet auch gar nicht so viel. Hust, hust. Dann lass uns hier suchen nach... Ja, eigentlich sind die Dinge da trotzdem nicht so schwer, ne? Passt schon. Hier sind nur Aliens, holy moly. Wir brauchen einmal ein Einhorn. Ich brauche ein Einhorn. Da ist ein Einhorn. Ich würde gerne zwei mit einer Mission machen. Wir brauchen das hier halt als Alienform. Was brauchen wir noch? Die Motte. Die Motte, Imperator Seal und One Horn. Die Motte haben wir hier. Irgendwie die beiden, ist okay. Machen wir Saudi-Arabien. Da haben wir schon mal zwei Gegner gekillt dafür. Ich denke, ich werde meine Rover Cat zuerst setzen, ne? Alter, wie stark die mittlerweile ist. Die kostet 300 und macht so viel Damage auch. Ups, ich wollte die Dinge nicht setzen. Mist.
So, da haben wir die schon mal, Imperator Seal. Ich baue das Einhorn noch. Da ist es. Wunderbar. Zwei Gegner gekillt, wenn wir die fertig haben. Die Mission. Sofern wir sie schaffen. Hm. Oh, wir haben sie auch geslowt. Ist ja auch fies. Die können mich auch slowen, die Schweine. Bam. Ich habe das Eichhörnchen weggenockt. Cassie, let's go. Versohn in den Arsch. Verarscht ihn in den Hintern. Easy. Okay, das heißt, One Horn kann man wegmachen und Imperators Ziel auch. Das heißt, die Motte fehlt noch. Und dann kriegen wir 500.000 Erfahrung. Das ist schon viel. Muss man schon sagen. Und ich habe einen neuen Rekord. Nice. 20.000 Erfahrung und nochmal eine Rich Cat. Jetzt kommt noch kurz die Motte dran. Ägypten haben wir auf jeden Fall beide. Ich weiß nicht, welche ich davon killen soll. Die Alien-Form oder nicht die Alien-Form, ist auch egal. Sind auf jeden Fall beide hier dabei. Let's go. Na, noch nicht die Motte. Wie Schaden das Ding einfach macht, irre. Da sind sie, die beiden Motten. Zeig, was du drauf hast, kleine Modde. Piu! Na gut. Sehr schön. Sie macht schon 14.500 Schaden. Also von 12.000 hoch auf 14.500 pro Attack. Und das nochmal 3 mit einem Surge Attack. Easy. Leider keinen neuen Reward bekommen. So, 20.000 Erfahrung, nochmal 500.000 Erfahrung dazu. Und jetzt sehen wir ja noch das Schwierigere wahrscheinlich. Ah, okay, 800.000 erst. Aber das hat Chapter 2, ne? Das habe ich ja noch nicht. Das heißt, das kann ich mir leider in die Haare klemmen. Boah, ich sehe ja noch das Clear Ticket Reward, aber das ist irgendwie nur eine Stunde pro Tag verfügbar. Und ich habe keinen Bock hier in dem Game zu campen. Und dann die 30 Katzen wurde zu kriegen. Geisteskatzen wurde das auch ziemlich egal. Okay, jetzt können wir wieder normal weitermachen. Sehr schön. Kann ich das wegmachen und können weiter die Kommentare abschließen. Wenn wir hier weitermachen. In Into the Future schon richtig gewesen. Aber wir haben natürlich auch noch 720.000 Erfahrung. Und können damit meine Rover Cat aufrüsten. Wo ist er? Da ist er. Uff. Uff. Ha, ich habe sie maximiert. Sehr nice. Okay, jetzt können wir theoretisch anfangen, einfach von links alle zu maxen, oder? Habe ich ja letztes Mal schon gemacht gehabt. Ich könnte mir auch theoretisch neue Katzen kaufen. Ich meine, 90 Catfood ist jetzt nicht so viel, ne? Aber das mache ich, glaube ich, erst, wenn ich den Adventure Rang wirklich brauche. Erstmal machen wir hier weiter. Und gehen zu den nächsten. Cat Royale. Gemaxed. Little Macho Cat. Gemaxed. Little Wall Cat. Gemaxed. Little X Cat. Ah, nicht gemaxed. Okay. Aber wir haben, glaube ich, einen neuen Adventure Rank. Kann das sein? Ja. Zwei Sniper Cats. Und habe ich da noch was dazu bekommen gehabt? Uff. Upgrade zu Level 30 bei den Rare Cats. Könnte ich meine Super? Oder war das. Was war das davor gewesen, ne?
Und die muss ich mit auch noch weiter aufrüsten. Aber ich glaube, ich mache erstmal die ganzen kleinen. Dass wir da ein bisschen mehr Fortschritt bekommen beim Adventuring, weißt du? Gut, coole Sache, Leute. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann lesen wir weiter Kommentare vor und werden hier weiter im Kapitel 2 weitermachen. Wir sehen uns. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.